Jo, und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Witcher 3. So neu ist ja das Ganze nicht, also bei mir hier schon. Das Game ist schon seit einer Weile verfügbar. Und ich dachte mir, hey, du hast jetzt schon ein paar Stunden gespielt, jetzt kannst du auch mal hier rein checken mit einer kleinen Aufnahme. Ich hoffe, das läuft hier so weit. Apropos laufen. Die es auch spielen unter euch, ihr wisst, es ist mit einer Menge Laufeinheiten besetzt, das Spiel. Also der Typ muss Beine haben, dass ich weine, ja, ehrlich gesagt. Also gar nicht so übel. Aber gucken wir mal, ich bin hier Herrin des Waldes, ist meine aktuelle Quest. 10 Stunden schon gespielt. Also mittens drin eigentlich. Aber erst 10%. Gucken wir mal. Ein Hund lief in die Küche und stahl dem Koch den Brei. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Hund entzwei. Darauf ließ er ihn Ja, bluten und zog ihm kreativ. ab das Fell. Und freute sich jetzt endlich, ist Schluss mit dem Gebell. Der Koch ist ein Gemeiner, drum zahlen wir es ihm heim. Wir machen jetzt ein Feuer und kochen ihn zu Leim. Ene mene mu, das Feuer, das machst du. Okay, Kinder mitten im Wald. Wir kennen dich nicht. Geh weg! So schaut's aus. Habt ihr schon mal eine arschblonde Frau gesehen? Eine arschblonde Freunde? Habt ihr so jemanden gesehen? Hier gibt's keine Frauen. Und was bin ich? Du bist keine Frau. Frauen haben Titten. Das stimmt. Als die Armee hier war, habe ich mal einen Alten sagen hören: Versteckt die Frauen im Wald. Ihre Zicken verwirren die Soldaten. Das quält die armen Jungs. Das hat er gesagt. Hört mal, das Mädchen, das ich suche, ist in Schwierigkeiten. Wenn ihr mir nicht helfen wollt, dann vielleicht ihr. Woher weißt du, dass sie hier war? Ich habe gehört, dass sie die Hexen im Sumpf besucht hat. Aber hier gibt's keine Hexen. Hier gibt's nur Frösche. Und Schlangen. Und Hansi. Was soll das heißen? Genau, und was ist Hansi. Das für ein Geplapper? Hä? Hier ist der Zutritt verboten. Nur für Kinder nicht. Für meine Kinder. Wer bist du? Mit Schwertern wie ein Bandit. Ja. Ich frage jetzt nicht direkt. Die ich rede nur mit den Kindern. Farbige Frage ist der direkte Weg. Ich war ein hübsches Mädchen mit einem langen Zopf. Hat meine Mutter geflochten. Ich hatte Kleider mit Blumen drauf. Vielleicht hast du Danke sie gesehen. Für die nicht Jung, passende Antwort. Aschblondes Haar. Deine Verlobte? Meine Tochter. Tochter. Meine lieben kleinen Töchter. Wo sind sie jetzt? Sind sie vielleicht verletzt? Rede. Jetzt reicht's mir aber. Meine Frage war ganz einfach. Hast du die Frau gesehen oder nicht? Keine Angst, Kinder. Alles in Ordnung, Oma. Er ist nur wütend, weil er sich Sorgen macht. Vielleicht genau. weiß Hansi ja was. Ich bringe ihn zu Hansi, bevor er fuchsig wird. Du hast dir Hansi nur ausgedacht. Und du sollst keine solchen Worte benutzen. Ab zur Hütte, sofort. Du stellst dich in die Ecke, dafür werde ich sorgen. Und du und verschreckst ohne mir Fernsehen nicht länger die Kleinen. Verschwinde, sofort. Genau. Geht zur Hütte schon. Gleich vorweg, ich spiele nicht auf UHD und habe auch nicht den stärksten PC der Welt. Aber mittlerweile funktioniert es ganz gut und flüssig. Hansi, wo bist du? Travik, das ist aber nicht Hansi. Du kannst hier nicht rein. Darfst du nicht. Ich will nur mit dem Jungen reden. Geht nicht. Nicht erlaubt. Ich rede sowieso nicht mit dir. Oma mag dich nicht. Und Hansi gibt es gar nicht. Und Fremde stehlen Kinder. Ich habe nur eine Frage an dich. Du sollst nichts fragen, Fremder. Man darf nicht mit Fremden reden. Können wir jetzt essen? Suppe mit Schwarte. Hörst du?
Er hat Angst vor dir. Mach meinen Kindern keine Angst. Eigentlich habe ich eher Angst vor dir, alte Dame. Die muss ich jetzt rauslocken. Frauen schlagen tue ich aber hier nicht, ne? Warum wollt ihr nicht über Hansi reden? Wenn ihn einer von euch kennt, kennen ihn doch alle. Hansi ist nur sein Freund. Sie sammeln Pilze und jagen Schnecken. Oma sagt, Hansi wäre erfunden. Ich nehme den direkten Weg. Die Konversation. Ich bin nicht so ein Fan von so langen Monologen. Eure Oma aus der Hütte zu locken, damit ich mit Hansis Freund reden kann. Na gut, aber du musst auch was für uns machen. Verstecken spielen. Macht Oma nie. Sagt, ihr tun die Füße weh. Aha. Aha. Ich habe es nicht alles verstanden, aber gut. Kann ich nicht vielleicht etwas anderes für euch tun? Ich will. Was Süßes. Ich auch. Oder Obst. Gib uns was Süßes, dann helfen wir dir. Hier. Ich musste ja fragen. Ah, sowas habe ich noch nie gegessen. Tja, jetzt schon. Oma, eine Hummel hat Jagna in den Arsch gebissen. Oma, komm. Ich dachte, sie ist die Mutter, jetzt ist sie die Oma. Hä? Na, wahrscheinlich habe ich das wieder irgendwie falsch verstanden. Keine Angst. Ich weiß nichts. Ich tu dir nichts. Wo ist Oma? Oma ist im Wald? Wo ist Hansi? Ich will nur mit Hansi reden. Vielleicht weiß er mehr als du. Du tust ihm doch nichts. Er ist echt, nicht erfunden. Ich werde ihm nichts tun. Hansi war oft hier, weil Oma ihn gerne singen hört. Beim Pilzesammeln hat er gesagt, dass er im Sumpf ein Mädchen mit aschblondem Haar gesehen hat. Wo finde ich Hansi? Am Sumpfrand gibt es eine kleine Wiese mit so einem komischen Baum. Schau dich da um. Da findest du ihn. Danke. Danke dir, Travik oder so. Quest aktualisiert. Ja, sehr schön. Geht eh. Ist es jetzt schon wieder dunkel? Fast. Tag-Nacht-Zyklus ist schon krass in dem Game, also da kann man nicht meckern. Suchen nach im Sumpf nach Hansi. Wer hat ja, wo ist? Schlimmes Wort. Ja, du, neue Markierung. Finde ich auch gut. Ich glaube, warum? Hey, ich laufe hier vor gegen den Zaun. Hallo. Ah, hier gibt es wieder ein paar Viecher. Jetzt können wir auch mal metzeln. Sehr schön. Nicht immer nur Monologe. Hier gibt es auch die Fresse. Muss er Spuren hinterlassen. Ja, ein bisschen laut und gespeichert hat es auch. Dankeschön. Ach, erstmal aufnehmen. Merkt euch, Leute, immer alles mitnehmen. Das kann nie schaden. Ach, da haben wir Fußspuren. Schön. Kleiner Fußabdruck. Hansi ist hier lang gekommen. Folge Hansis Fußspuren. Das ist jetzt bestimmt wieder leichter gesagt als getan, das mit den Hexen sind. Es ist stellenweise schon knifflig, aber Gott sei Dank. Gut, dass ich schon ein krasses Schwert am Start habe. Ja, fett, oder? Also vom Hässlichkeitsgrad her mangelt es in diesem Spiel ja gar nichts. Was ich ja geil finde eigentlich. Da, ja, ein bisschen Gemetzel. Hektisch am Ecktisch, das kann schon was, ja. Aber wo laufe ich eigentlich hin zum Teufel? Jo, aktualisiert.
finde ich auch schön. Es kommt sowieso noch irgendein grausliges Tier oder grausliges Viech. Nur die Frage bleibt, wo ist Hansi? Ja, was läuft der für ein Scheiß zusammen? Ist der betrunken? Die Spuren führen zu einem Bau. Was da wohl drin ist? Ja klar, darf ich da nicht sprengen oder wie? Hansi? Okay. Hab keine Angst. Bist du ein Booker? Ein Lutin? Na, ein Göttling. Ihr seid selten geworden. Ich suche ein Mädchen mit aschblondem Haar. Hast du sie gesehen? Sag mir alles. Das kann nicht reden. Wo hast du sie gesehen? Was hat sie gemacht? Es ist wichtig. Ich werde dir nichts sagen, Penner. Boah. Was ist los? Kannst du nicht reden? Warum nicht? Weil er humpelt. Hast du die Stimme verloren? Kann ich dir irgendwie helfen? Komm mit. Mach mal so. Ich habe wohl keine Wahl. Genau, du hast es erfasst. So, Hansi, lauf. Göttlinge. Vogel Hansi. Und da sind noch mehr Viecher. Ist das schön. Vorsicht! Das sieht aber anders aus als die anderen. Ich bin vergiftet. Ja, was für ein Schmarrn. Wie kann man hier was futtern? Ja, ich habe die Tastenbelegungen vergessen. Hoppala. Bleib dicht bei mir. So geht's. Ja. Müssen wir mal meditieren später. Hier also? Ich sehe mich mal um. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Ist da was auf dem Sims? Etwas, das dir die Stimme zurückgibt? Dann muss ich wohl hochklettern. Na nö. Mach das, du Trottel. Du suche das Rabennest. Zutaten sammeln? Nein, aber ich habe keine Ach, hier kann man rauf. Schön. Die Sprinteinlagen sind natürlich allererste Klasse. Hallo, klettern. Da kommt bestimmt ein dicker Rabe. Ich hoffe es zumindest. Oha. Eine Harpie. Ja, was steht da? Nämlich. Ich bin nicht dämlich. Ich hab Hunger. Puh, wir kommen auch schon langsam wieder dem Ende zu. Es sind einfach 15 Minuten. Viel zu wenig. Schauen wir uns mal die Quest noch schnell abschließen. Gemeint. Gib Hansi die Flasche. Der alte Säufer.
Aha. Ja, was jetzt? Mach mal Rolle. Hier. Ein Zauber. Nicht, dass ihr Genie rauskommt. Schlängeln, Ringelflechter, Müll, Hummel, verblüfft. Ach, wie toll das klingt. Peter Pippel pflückt Prinz Proximo pudrig pfeffrige Ponta-Pastinaken. Fertig gefeiert? Genau. Meine Lieblingswörter. Ein Leben ohne den Klang von hanebüchenen Haubentauchern ist, als würde man durch einen Stofffetzen an Schnecken lecken. Danke dafür, edler wer auch immer. Lang mögest du leben. Warte mal, ich hab dir geholfen. Hilf du mir auch. Du gedenkst, diesen Akt des Altruismus mit einem gemeinen Geschacher um Gefallen zu garnieren? Jo. Eigentlich schon. Ich suche nach einer jungen Frau mit aschblondem Haar. Hast du so jemanden gesehen? Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ich erwachte und ging mich erleichtern, wie wunderbar es ist, bei Sonnenaufgang zu defekieren. Und plötzlich ein Rums, so laut, aber das war nicht ich. Und da ist sie, wie aus dem Nichts, jung, aschblond, ganz wie du sagst, verwundet und völlig außer Atem. Zischt ab in Richtung Kinderhütten, als wären die Muhmen hinter ihr her. Ich fluchte ihr nach. Sie hatte mir den Morgen verhagelt. Aber ich hatte die Stimme verloren. Da hat sie mich wohl nicht gehört. Mhm. Siehst du? Okay. Sie rannte also zum Waisenhaus. Dann könnten die Kinder was wissen. Oder die alte Frau, die für sie sorgt. Die alte Schachtel redet nicht mit Fremden. Und du bist ein Fremder. Redet sie mit dir? Ich habe meine Art, mit ihr zu sprechen. Also gut, du hast mir geholfen und ich bin kein Flegel. Komm mit. Genau, dankeschön. Folge an zum Dorf im Sumpf. Nee, ich glaube auch, dass der endlich läuft. Furchtbar. Ich dachte schon, der macht hier einen Regenspaziergang. Lauf schneller mit deinen kurzen Beinchen. Verdammt! Mann. Hauptsache Klopperei. Ja. Keinen Bock auf dich. Nämlich so wird das gemacht hier bei uns im Ghetto. Ja, Hansi, komm schneller, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Die ganzen Brote und kleinen Snacks, was ich eingesteckt habe, die regenerieren ja gar nichts an Gesundheit, das ist furchtbar. Ich kenne mich ja nicht mehr aus, wo wir sind. Wo ist denn das scheiß Dorf? Hier ist es. Ich sollte ihn eigentlich schultern, den kleinen Sack hier. Die Luft ist rein. Keine Muhme in Sicht. Ich muss der Oma was vorsingen, das beruhigt sie. Oder gib ihr auch mal was zu rauchen. Wenn die Sonne schlafen geht und die Lichter aus sind, kriecht der Mondschein aus dem Fenster und so sanft träumt das Kind. Du hast deine Stimme wieder. Ja, obwohl ich irgendwo eine Oktave verloren habe. Ich suche sie, wenn ich daheim bin. Du darfst nicht hier sein, Hansi. Hättest nicht kommen sollen. Genau. Nur ruhig, Oma. Nicht aufregen. Das bekommt ihr nicht. Die Frau, die ich vorhin gefragt habe,
Vergib, Oma, aber dieser Mann muss unbedingt mit den Herrinnen sprechen. Das ist nicht erlaubt. Bitte, es ist wichtig. Er wird ganz still sein. Oma, bitte hör zu. Ich habe die kleine verirrte Jadna gefunden, oder? Genny vom Fieber geheilt und nichts verlangt. Nicht mal über meine gestohlene Stimme habe ich mich beklagt. Aber jetzt will ich was, Oma. Hilf dem Mann hier, sonst geht er mir Tag und Nacht auf den Geist. Sogar auf den Pott. Er sucht ein Mädchen. Und vielleicht wissen die Herrinnen, wo sie ist, hm? Tja, wenn du es so sagst, Hansi, ich werde ihm helfen. Dankeschön. Geht doch. Gut. Ja, Freunde. Wir sind auch schon wieder noch nicht am Ende des Monologs. Verdammt. Hansi ist ein guter Junge, aber die Herrinnen mögen ihn nicht. Nein, sie nennen ihn eine miese Kreatur. Wer sind die Frauen auf dem Wandteppich? Das sind die Herrinnen. Fetter Monolog hatte ich schon lange nicht mehr, muss ich schon sagen. Meisterinnen, hört mein demütiges Flehen. Seht einen erbärmlichen Wurm vor euch stehen. Was euch recht ist, soll jetzt geschehen. Was für eine Sekte, oh mein Gott. Oh oh. Du wagst es, uns zu stören, Weib? okay. Ihr seid also die drei Muhmen. Die Muhmen? Woher nimmst du etwas laut hier? Die Dorfschnepfen haben wieder getratscht. Unendlich ist die Kleinlichkeit der Menschen. Sehen wir vielleicht wie Muhmen aus? Na los, Nein. Fass mich an, Weißhaariger. Wo es dir am besten gefällt? Ist das ein Fluch? Seid ihr im Wandteppich gefangen? Oh, er ist neugierig. Flüche treffen uns nicht. Wir wirken sie. Wir sind der Fluch. Ich suche eine junge Frau mit aschblondem Haar. Ihr habt sie gesehen. Wo ist sie? Oh, diese Ungeduld. Vielleicht mag ihr nur aschblonde Mädchen. Genau. Ihr habt sie gesehen. Verschweigt mir nichts. Wie ungehobelt. Na, vielleicht ist es besser so. Sag, wie mutig bist du? Fürchtest du die Bestien des Waldes? Nee, du. Dies sind harte Zeiten, Weißhaariger. Bruder kämpft gegen Bruder. Das Land schwimmt in Blut. Das Böse ist stärker als je zuvor. Eine dunkle Macht ist bei Nidavel erschienen. Sie lebt von Hass und Verachtung. Zerstöre sie, dann erzählen wir dir, was wir über die aschblonde Frau wissen. Dunkle Macht? Da braucht ihr einen Ritter oder Hexenjäger, keinen Hexer. Der Dorfälteste von Niederwirr wird dir alles erzählen. Lass dich von ihm bezahlen, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Unsere Dienerin bringt dir jetzt den Dolch. Abgemacht. Ich rede mit dem Dorfältesten, aber versprechen kann ich nichts. Los, Weib, gib dem jungen Mann den Dolch. Und du, Weißhaariger, kehre erst zurück, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Warum sollte ich sonst zu euch kommen?
Ja, Herrin, sofort. Bin unterwegs. Dolch. Ich muss den Dolch holen. Oh Mann. Hier, der Dolch. Die Herrin sagen, ich soll ihn dir geben. Den Dolch. Ach, was für ein schickes Ding. Sieht aus wie was von den Römern. Leg den Lohn des Dorfältesten auf den Stein. Steinblank, steinglatt, steinweiß, steinhört. Sowieso. Ja, Freunde, aber ich glaube an der Stelle lassen wir es mal gut sein fürs Erste. Vielen Dank fürs Einschalten zu meinem ersten Let's Play zu Witcher 3. Wir sehen uns beim nächsten Teil, wenn es wieder heißt, was? Die wilde Jagd, genau. In dem Sinne bin ich raus. Tschüss, ciao und bye bye.